Es ist nicht leicht zu erklären, aber im Kampf konnte ich manchmal einen besonderen Geruch ausmachen. Wie eine Art dünner Faden. Dieser Faden verbindet meine Klinge mit der Schwachstelle meines Gegners. Ich rieche ihn und sehe ihn deutlich. Vor langer Zeit sagte jemand auch diese Worte und wurde trotzdem vom Dämon gefressen. Wenn ein Dämon ausgehungert ist, tötet und frisst er selbst seine Eltern und Geschwister. Unzählige Male schon habe ich das beobachtet. So wird er es niemals schaffen. Er ist viel zu sensibel und kann sich nicht überwinden. Selbst mit einem Dämon hat er noch Mitleid. Giyu. Gut, du gefällst mir. Du bist der erste Mensch, der sich mir in den Weg stellt. Wie mutig von dir. Tannenpo Caramelado. Ich werde dich vernichten. Donneratmung. Erste Form. Blitzender Donnerschlag. Sechsfach. Süße Nesco. Nescoline. Vaters Tod geht auch an ihm nicht einfach so vorbei. Seit er von uns gegangen ist, verlassen sich alle auf dich, Tanjiro. Ich bin durch und durch unfehlbar. Die Entscheidungen hier fälle einzig und allein ich. Meine Worte sind absolut, merk dir das. Du hast kein Recht, mir zu widersprechen. Denn richtig ist, was ich als richtig bezeichne. Lass dein Herz brennen. Sprenge deine Grenzen. Ich bin die Säule der Flammen. Kyojuro Rengoku. Neunte Form! Fegefeuer! Sieh nur, was dir dein ach so tolles, vergängliches Leben gebracht hat. Es ist doch zwecklos, Kyojuro. Alles für diesen fantastischen Angriff, der mich töten sollte. Und doch ist die Wunde bereits verheilt. Hallihallo! Geht es dir gut, Kleiner? Nur keine Angst, meine Liebe. Du bist immerhin ein Dämon. Du wirst weder daran sterben, noch wird es irgendwelche Spätfolgen geben. Guten Morgen, meine Lieben. Was für ein schöner Tag für unser Treffen. Sicher ist der Himmel strahlend blau. Vielmehr freut mich jedoch, dass ich bei dieser halbjährlichen Versammlung aller amtierenden Säulen keine Verluste bemerke. Was soll das denn? Bei einem Jäger, der einen Dämon bei sich hat, habe ich einen glanzvolleren Kerl erwartet. Aber der ist doch total langweilig. Wie schrecklich. Er muss von dem Dämon besessen sein. Wir sollten dieses arme Kind schnell von seinem Leben und den Schmerzen erlösen. Nein, Meister, ich verstehe euch nicht. Wir können den Menschen ja am Leben lassen, aber doch nicht den Dämon. Wir stürzen uns stets mit all unseren Emotionen in den Kampf und ihr wisst, welche Opfer wir auf unserem Weg erbracht haben. Verschone uns mit deinem Unsinn, du Spinner. Um deine Verwandten zu beschützen, würdest du wohl alles behaupten. Wieso sollten wir dir vertrauen? Ich glaube dir jedenfalls nicht. Mir ist das einerlei. Ich vergesse es sowieso wieder. Was für eine eindrucksvolle Wolkenform. Wie nennt man die nochmal? Ich finde das alles auch recht fraglich. Und ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass unser Meister davon nichts gewusst hat. Ich will jetzt mein verdammtes Katana. Was ist daran so schwer zu verstehen? Eins, das seine Farbe ändert. Ich will ein Dämonjäger-Katana. Man sagt, das Herz eines Menschen braucht nur den richtigen Anreiz, um aufzublühen. Wer weiß, irgendwann, wenn Kanao die wahre Liebe findet, wird sie sich vielleicht verändern. Ich fühlte absolut kein Leid mehr. Seit ich denken kann, waren wir arm. Deshalb verspürte ich keine Trauer, als meine Eltern mich verkauft haben. Der Stoff ist seidenweich und fühlt sich auf der Haut hervorragend an. Denk immer daran, ein Dämonenjäger verliert niemals seinen Stolz und seine Würde. Viel Erfolg in der Schlacht. Heul nicht drum, lauf nicht weg! Das ist doch alles sinnlos! Sanice! Los, komm da runter! Wir machen mit dem Training weiter! Die Zeit, die dein Training frisst, ist absolute Verschwendung. Du bist ein Schandfleck. Und jetzt verschwinde endlich, du Enttäuschung! Was machst du überhaupt hier? Wieso klammerst du dich an diesen Ort? Mehr! Mehr! Gib dir mehr Mühe! Du darfst keine der geheimen Techniken vergessen, die Herr Urukodaki dich gelehrt hat! Ich werde sie dir alle einprügeln! Weißt du, wenn man völlig konzentriert atmet, beschleunigt man damit auch seinen Puls. Die Herzschlagrate nimmt ebenfalls drastisch zu. Brich in die Stadt im Nordwesten auf!
Dort werden in letzter Zeit Mädchen vermisst. Als ob du mich verstehen würdest! Du bist nicht mehr als ein Kind! Seine Hände, sie sind voller Narben und Schwiel. Das sind nicht die Hände eines Jungen. Ja, es ist wahr. Alle glauben, Musan Kibutsuji sei der Einzige, der Dämonen erschaffen kann. Im Großen und Ganzen stimmt das auch. Ich brauchte dafür über 200 Jahre. Hört zu. Ich warne euch, zollt meiner Herren bloß Respekt. Wenn nicht, entfessel ich meinen gesamten Zorn über euch. Ich hab euch nur hergebracht, weil meine Herrin es wollte. Mein Name lautet Haganetsuka. Ich habe Tanjiro Kamados Katana geschmiedet und hergebracht. Du musst wissen, Herr Haganetsuka kann durchaus sehr temperamentvoll sein. Er liebt Katanas mehr als jeder andere. Selbst im Dorf der Katanaschmiede sucht er seinesgleichen. Es gibt auch einen Grund, warum sie nicht fliehen können. Vom Fuße des Berges bis zum Berghang blühen ganzjährig die Glycinien, welche die Dämonen scheuen. Hier auf dem Fujikasane-Berg befindet sich eine Vielzahl von Dämonen, die von Dämonenjägern gefangen genommen wurden. Dieser Berg hier ist ihr Gefängnis. Vor nicht allzu langer Zeit erreichte uns dieser Brief hier von der ehemaligen Säule Sakonji Urukodaki. Ich werde jetzt einen Abschnitt daraus vorlesen. Und obwohl er ihr seinen blutenden Arm vor das Gesicht hält, hat sie das ausgehalten und nicht zugebissen. Nein, daran habe ich nicht gedacht! Für euch bin ich bereit, in jedem Kampf mein Leben aufs Spiel zu setzen! Bitte verzeiht mir, Meister Kibutsuji! Bitte! Ich flehe euch an, habt Erbarmen! Ich bitte um Vergebung, ich flehe euch an! Bitte vergebt! Warum geschieht das gerade? Werde ich hier auch getötet? Nachdem ich endlich einer der 12 Dämonenmonde bin? Warum nur? Warum? Von euch höchstpersönlich getötet zu werden, versetzt mich in Ekstase. Die Todesschreie der anderen Dämonen gehört zu haben, war mir eine Freude. Ich fühle mich unendlich glücklich. Ich hole es mir, das rare Blut, und kehre zu den 12 Dämonenmonden zurück! Scheiße! Du hältst mich auf! Ich wollte den Bengel mit dem seltenen Blut fressen! 11, 12, 13. Und du wirst Nummer 14 sein. Keine kluge Entscheidung, du Bengel. Hier unten im Sumpf sollte dir schon bald die Luft ausgehen. Verrate mir, kannst du schon fühlen, wie dich die Finsternis umhüllt und noch weiter in die Tiefe zieht? Du lachst goldrichtig, Yahaba. Wie aus dem Nichts ist hinter dieser Mauer ein Gebäude aufgetaucht. Oh ja, ich sehe ihre Fußspuren. Insgesamt sind es 3 Leute. Und einer von ihnen trägt eine Kiste auf dem Rücken. Hey, wer seid ihr denn? Das hier ist mein Revier. Wenn ihr euch an meiner Beute vergreift, werdet ihr es bereuen. Tanjiro, du musst dem Kagura-Tanz und auch unserem Urschmuck auf jeden Fall weiter Ehre erweisen, hörst du? Versprich mir das. Da wir mit dem Feuer arbeiten, widmen wir der Feuergottheit zu Beginn des Jahres einen Tanz. Dadurch erbitten wir Schutz vor Verletzungen und Unheil. Als wir hier alle abgeschlachtet wurden, was hast du da nur getrieben? Oh, hallo, großer Bruder. Unterwegs. Sie wollte doch noch Gemüse sammeln gehen. Bist du's, Brüderchen? Konntest du etwas Kohle verkaufen? So geht das nicht, Takeo. Du darfst das nicht machen. Tanjiro braucht sein Essen doch, um groß und stark zu werden. Es existieren jene, die mit mehr Kraft in diese Welt geboren werden als andere. Es ist ihre Pflicht, ihre Stärke für das Gute und zum Wohle ihrer Mitmenschen einzusetzen. Und? Wie ist es gelaufen? Sag schon, Bruder. Hat sich Vater denn gefreut? Denkst du, dass mich Vater auch anerkennt? Wenn ich wie du irgendwann eine Säule werde? Dann bist du jetzt eine Säule. Na und? Denkst du, das bedeutet mir etwas? Trotzdem kannst du rein gar nichts erreichen. Weder du, noch ich. Was, Misonoto? Nur Misonoto? Aber wieso denn keine der Säulen? Oh. Jäger vom Rang Misonoto können hier nichts ausrichten. Das ist sinnlos! Weißt du, das eben hat mich tief berührt. Beim Anblick eurer engen Bande bin ich wirklich erzittert. Die Ergriffenheit in diesem Moment lässt sich überhaupt nicht in Worte fassen. Ab jetzt brauche ich euch, schwächliche Menschenpuppen, nicht mehr! Ihr seid Versager! Versager!
Dieser Blick. Was für ein friedvoller Blick. Weißt du, diese Flüssigkeit wird zuerst deine hässliche Kleidung zersetzen. Und danach bist du an der Reihe. Du wirst zu einem leckeren Brei, den ich mir dann schmecken lassen werde. Wir alle fürchteten die Dämonenjäger und brauchten nur ein paar Verbündete. Ehrlich gesagt hatte auch keiner von uns vor, bei diesem merkwürdigen Familienspiel mitzumachen. Sieh her! Ich habe hier eine Uhr. Kannst du sie sehen? Wenn der große Zeiger einmal eine Runde gemacht hat, wirst du bereits einer von uns sein. Gut, das war's. Läuft alles wie am Schnürchen. Wir dürften sie alle durchkriegen. Ja, da hast du allerdings recht. Hier stinkt's ja bestialisch. Ja, das hat sie hier an Ort und Stelle zusammengemischt. Unglaublich, oder? Sie beeindruckt mich wirklich. Aber er auch. Du hörst mir offenbar nicht zu. Pass auf! Es geht mir nicht um das Geld. Das ist mir vollkommen egal. Was mich aufregt, ist, dass du meine Udon einfach auf den Boden geworfen hast, als wären sie abscheulich. Seit jeher treiben menschenfressende Dämonen nachts in unserem Land ihr Unwesen. Und deshalb hält man sich nach Sonnenuntergang draußen nicht mehr auf. Morgen früh kannst du meinetwegen direkt nach Hause laufen. Auf einmal kamen dann noch zwei andere Monster dazu. Und sie kämpften gegeneinander und stritten sich darum, wer mich fressen dürfe. Hm, sie sind also Kakushi, ja? Sie bringen die Verletzten. Dann folgen Sie mir bitte. Naja, es gibt einige Personen, die das beherrschen. Ja, gute Idee. Und danach? Sag mal, Tanjiro, geht es dir nicht gut? Wir haben dich mehrere Male angesprochen. Alle Säulen zum Beispiel und auch Kanao. Sag mal, wir haben uns gefragt, ob du die völlig konzentrierte Atmung auch die ganze Zeit über ausübst oder nicht. Sag schon, übst du die völlig konzentrierte Atmung morgens, mittags, abends und selbst im Schlaf noch aus, Tanjiro? So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, das Video sollte eigentlich ein bisschen früher rauskommen, aber da kamen einige Sachen dazwischen. Als Entschädigung fürs Warten und als Dankeschön für 500 Abonnenten habe ich da was vorbereitet. Und zwar kenne ich da jemanden, der Anime-Teppiche selbst macht. Und dort habe ich dann zwei Teppiche gekauft, also so ein Doppelpack. Und die werde ich dann verlosen. Ich weiß, die Motive haben nichts mit Demon Slayer zu tun, aber ich glaube, die werden trotzdem vielen Leuten zusagen. Das Gewinnspiel wird nicht auf YouTube stattfinden, sondern auf Twitter, erster Link in der Beschreibung. Dort habt ihr auch die ganzen Teilnahmebedingungen, was ihr machen müsst und wie lange die ganzen Sachen gehen. Also ich kann euch gleich sagen, dass das ungefähr zwei Monate lang geht, das Gewinnspiel. Das hat den Grund, damit auch die Leute, die später dazukommen, auch eine Chance haben, da was zu gewinnen. So, das war alles zum Gewinnspiel. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Glück, dass ihr da was gewinnt. Wenn ihr einen anderen Anime in diesem Format sehen wollt, dann schreibt ihn unten in die Kommentare. Ansonsten war es das von mir. Vielen Dank nochmal für alles und bis zum nächsten Mal.